Im Übrigen stammt all das, was nicht aus diesem suspekten Doppelspiegelapparat zwischen Denken, Wahrnehmung und Außenreizen herein und hinausgeht und somit man nicht weiß, auf welche Seite diese Welt sich in der Gestalt phänomenal generiere, gefiltert, verändert, suspekt wäre oder umgekehrt diese Welt, das Sensorium sogar suggestionierte und subvertierte. Also alles das, was nicht aus diesem doppelundeutlichen Spiegelapparat der Sinnesorgane nach außen kommt, alles das, dem wir vertrauen und das alle die Weisheitsschulen seit jeher dann hypostasieren und hypnotisch suggestiv verwenden für ihre zweideutigen Zwecke, das sind immer nur die direkter, ohne dazwischen geschaltete Sensorik erlebte innere Energetik von Q-Eta, sprich dasjenige, was uns tautologisch evident so vorkommt, als das je eigene, des Eigenleiblichen, als es sich anzeigt in anderer Form, nicht vermittelt durch das Bild oder das Wort, sondern direkt als Verspannung, Anspannung, Überdehnung, Schmerz, Lust, Begierde, Hunger, Durst, Sehnsucht, als Überlastung, als Nervosität, als übervolle Pappsattheit, als entleerte Nichtigkeit, als Ennui, als Übelkeit, als Schwindel, als Zweifel, als Gefühle, die deshalb die unendlich schlimmsten sind, weil man sie nicht deuten und erklären kann und so weiter. All diesem Selbsterleben, die letzten Endes nur Regulativprozesse sind der Ein- und Auslösungsvorgänge, erscheinen uns wesentlich evidenter, was unser eigenes Sein angeht. Denn man erfährt das auf direktem Wege, auch wenn man alle Sinnesorganpforten einschließlich der Augen schließt. Und also war die ganze Methodik, die auf irgendwelche Heilsversprechen gründen, darauf gerichtet, zunächst einmal sich auf dieses innere Erleben der Bauchorganellen, der Bauchgehirne, des Brustgehirns oder eben der oberen Denkgehirne und Zirbeldrüsen zu versteifen.